Hallo, zurück. Willkommen. Da habe ich doch glatt den Titel in der letzten Folge vergessen, also sprich, das Thema, über was wir geredet haben. Aber jetzt kommen wir zu einem heikleren Thema. Kommerzialisierung von Let's Plays. Ist ja eigentlich erst seit 2012 oder so richtig im Trend, oder 13. Und jetzt sowieso, jeder kleine... Das darf ich nicht aussprechen, dann kriege ich Beleidigung am Hals. Aber jeder kleine YouTuber versucht jetzt Let's Plays aufzunehmen und damit Geld zu scheffeln. An sich... Maus, was machst du? Warum bist du so langsam? An sich eigentlich gar nicht so schlecht. Oder ich sag mal... Was sollen sie machen, was sie wollen? Aber... Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Wisst ihr, was der Ursprungssatz ist von Let's Plays? Unterhaltung machen. Spaß haben. Zocken, zocken, zocken. Das waren eigentlich leidenschaftliche Gamer, die dieses Format entwickelt haben. Und dann auch umgesetzt haben. Und dann im deutschsprachigen Raum hat sich das sowieso komplett manifestiert. Und auch wenn ich jetzt Gefahr drohe, Hater-Kommentare zu kriegen, die das total missbrauchen, sind Gronkh und Sarazar. Meine Meinung. Weil bei denen geht es eher um den Einnahmen. Also ich bin, naja, kann auch sein, dass ich was Falsches sage. Sorry denn dafür, je nachdem, egal. Vergesst am besten das, was ich sage, ist sowieso alles scheiße. Aber ich bin strikter Gegner von Monetarisierung. Wenn ein Publisher, sollte ich mal irgendwann 50.000 Abonnenten haben, und ein Publisher kommt auf mich zu und sagt, hey, würdest du das Spiel zocken? Wir geben dir... Da komme ich gleich zu. Beziehungsweise... Ne, das nicht. Ach, wie soll ich das sagen? Ich weiß das gar nicht. Warum höre ich keine Musik? Das ist zu leise. Ja. Ein bisschen dramatisch noch mit rein. Also ich werde nie auf die Idee kommen, Geld mit meinem YouTube-Kanal zu verdienen. Erstens lohnt sich das nicht. Zweitens ist es scheiße. Denn für die, die keinen App-Block haben oder ihn einfach nicht nutzen möchten, bei denen taucht Werbung auf. Oh, scheiße, ich habe jetzt nicht abgezählt. 25 war es, ne? Ja. Muss ich wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich rede gleich weiter. 1, 11, 12, 13. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, was 22? Scheiße, verzählt. Nochmal verzählt. 15, 15, 15 erst? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So. An meinen Augen ist es noch zu laut. Machen wir mal 4 und... Mein Kopf war immer ganz leise. So. Also ich würde nie auf die Idee kommen, Werbung in meine YouTube-Videos zu schalten und Geld damit zu verdienen. Man darf das auch nicht. Ein Großteil der... ich frage mich, wie die Großen das überhaupt schaffen. Ein Großteil der Videos darf gar nicht monetarisiert werden. Und das ist übrigens auch das, was ich hasse. Ich komme jetzt zum nächsten Thema. Das kam letztens in den Nachrichten. Letztens, was heißt, wir haben jetzt Juli. Zumindest habe ich das gelesen. Wird wahrscheinlich auch noch woanders in den News auftauchen. Und zwar soll irgendein Publisher einen Let's Player Geld angeboten haben, damit er ein Spiel spielt. Zuallererst klingt das doch lukrativ, oder? Man spielt und kriegt dann Geld dafür. Aber das Problem ist, du verlierst deine Freiheit. Du musst dann genau das sagen, was der Publisher will. Du darfst Bugs nicht kritisieren. Du darfst die Spielmechanik, du darfst nichts kritisieren. Du musst das Spiel gut hochloben. Und da geht mir schon praktisch die Galle hoch. Weil das heißt schon wieder, das wird eigentlich nur gemacht um Werbung und Geld regiert die Welt, ja. Und ich bin einer der ersten, naja, nicht der ersten, aber ich bin einer der zweiten Let's Player Wellengeneration. 2010 habe ich ja angefangen und ich glaube 2009 kam die erste große Welle. Ne, kam sie nicht. Die kam tatsächlich 2010. Die erste Welle kam so 2009. 2006 bis 2009, die großen. Damit meine ich nicht Gronkh und Sarazar, das waren nur Spätsünder. Das waren wahrscheinlich erst, das waren die zweiten oder dritte Generation. Tatsächlich bin ich, ist mein Kanal fast so alt wie Gronkhs. Boah, jetzt gucken viele unten rechts auf den Kanal beim Mitglied und sehen, dass mein Kanal 4 Jahre jünger ist. Ja, ich habe ja auch erst 2010 damit angefangen. Voll dumm. Nee. Na, aber tatsächlich hat er auch 2010 angefangen. Und nicht 2006. Ne, und die gehören tatsächlich mit zur zweiten Generation an Let's Player. Ich teile das in Generationen ganz genau. Jetzt ist das sowieso alles verschwommen, aber ich gehöre noch zu den zweiten. Aber der Auslöser war übrigens für mich nicht Gronkh oder Sarazar, sondern der Jutta the Deathmig aus dem Saarland. Leider hat er mit Let's Plays vollkommen aufgehört. Hat er auch zugegeben. Zumindest indirekt. Weiß nicht, ob er da noch was macht. Und natürlich gehören da noch aber Funk Royale. Und laut seiner Aussage war HaseW der erste deutsche Let's Player. Warum ist hier so viel Kohle? Ich hasse Kohle. Nun, diese ganze YouTube-Partnerschaft, diese Netzwerke, die sind allesamt für den Arsch, meine Meinung. Ich mag Netzwerke nicht. Netzwerke sind Kommerzialisierung. Und das heißt Versklavung. Netzwerke versklaven YouTuber, die dann Content für die produzieren. Und die Netzwerke sagen dann, du musst das so und machen, sonst entziehen wir dir Rechte. Und dann kannst du sehen, wo du bleibst. Ne, und das ist echt scheiße. Ich will nie einem Netzwerk beitreten. Nie. Also ihr scheiß Netzwerke. Hört auf, mir Nachrichten zu schicken. Irgendwie so ein Freedom-Netzwerk, da habe ich auch eine Nachricht gekriegt von. Ich glaube, ich habe die sogar noch. Warte mal. Wenn ich das schon höre. Kommerzialisierung. Jetzt werde ich der Höhnes. Kommerzialisierung, Kommerzialisierung. So. Boah, jetzt schnüpft sich meine Nase kaputt. Ich hoffe, die fängt nicht an zu laufen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, yeah, schon wieder 260 Abonnenten. Morgen -1. Irgendwann hat sich einen Spaß erlaubt, mich zu abonnieren und zu deabonnieren. Ich finde es echt, ich find's geil. Aber ich finde es toll, dass ihr so auf Teso und wie heißt denn das andere noch? DLS Gold 5 steht. Das finde ich geil. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kanal darauf spezialisieren soll. Den Rest einfach einstampfen, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin Allrounder. So, ich mache jetzt ein bisschen Überlänge. Habe ich die Nachrichten noch eigentlich drin? Die müssen eigentlich noch da sein. Posteingang. YouTube ist so kompliziert mit den Nachrichten hier. Und lieber Herr DK, damit meine ich nicht den YouTuber DK, sondern ein DK. Bitte schick mir keine Videos, oder ich sag mal, ich habe dir schon eine Antwort gegeben, also brauchst du nichts nochmal schreiben. Deswegen, den habe ich auch nicht geantwortet. Irgendwann hört's auf, dann antworte ich auch nicht mehr. Hm. Ich frage mich, was der... Boah, was... Ne, die Musik will ich nicht hören. Mensch, wo ist das denn? Habe ich das schon gelöscht, oder was? Achso, das ist Werbung hier. Ich hab die... Oh, ich hab's gelöscht anscheinend. Schade. Ja, dann habe ich es halt gelöscht. Passiert. Nur um das Thema abzuschließen. Ich bin gegen Kommerzialisierung und von Let's Play Videos. Und zurück zum alten Standard. Ich glaube, wir können es eigentlich auch in der nächsten Folge nochmal weitererzählen. Ich sage hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Nochmal schnell einen Thumbnail schießen. Baum. Vielen Dank fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich sehe so einen Gries vor der Flinte. Seht ihr es auch? Hm, Pixel-Gries. Bis dann, bye.